contract? Is it worth the price? A soul pledged to the dark. Da schon wieder eins. Okay, da war eins. In dieser Richtung ist ein weiterer Geist. Ich fand immer, dass er seinem Namen nicht kriegt. Haben Sie also wieder einen Sterblichen ins Feuer geworfen? Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet Dämon zu stellen. Gegeneinander, wir sind doch keine Krieger. Aber sie lassen euch gegen einen Dämon kämpfen. Ob mit Magie oder Waffen, um zu siegen, müsst ihr ein Krieger werden. Da ihr noch hier seid, habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Ach komm, ich brauche eure Hilfe. Natürlich. Ihr seid nicht der erste Sterbliche, der darum ersucht. Aber ich bin nicht hier, um euch zu helfen. Mein Ziel ist es, die perfekte Waffe zu schaffen, mit der dann jemand wahren Heldenmut beweisen kann. Würde einer dieser Waffen auch bei dem Dämonscharn anrichten? Ganz ohne Zweifel. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens. Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr, damit Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Ich gebe euch eine. Wenn ihr vorher im Duell gegen mich antretet, Heldenmut wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr habt ja wohl einen Vogel, ihr wollt mich wohl lieber selbst töten. Welch Anschuldigung! Ich bin kein Dämon, der hilflosen Sterblichen wegen ihrer Essenz nachstellt. Ich stehe für Ehre und Heldenmut. Ich bin ein Krieger! Dann beweist es Hefbe beim Kampf gegen den Dämon. Ihr seid unverschämt, aber ohne Frage sehr willensstark. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ihr stark genug seid, dem Dämon zu widerstehen. Der Stab ist euer. Danke. Geht und beweist euch wie vorgeschrieben. Ihr werdet bestimmt erfolgreich sein. Na, jetzt auch einmal einschmeicheln, hä? Na gut. Heldenmuts Stab ausrüsten. Na, das sieht doch schon schick aus. Aber ich denke mal, ich werde jetzt erstmal eine Pause machen und gucken, ob ich richtig aufgenommen habe. Also, wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi! Oh, Gott sei Dank habe ich nur so wenig aufgenommen. Da sind wir aber wieder im Nichts. Und ja, wie schon gesagt, zum Glück habe ich so wenig aufgenommen. Denn ich habe festgestellt, der Spielzaun war viel zu leise. Hoffe mal, jetzt ist es besser und Maus folgt uns immer noch. Und guckt euch mal an. Schick hier. Mann. Ja, da versteht man schon langsam, warum die Geister hier gerne leben. Ah, na ja, egal. Ja, jetzt wird automatisch gespeichert. Soll das irgendwas andeuten? Ja, es deutet an, dass ein Seelenwolf kommt. Ja. Und da kommt schon ein neuer. Hilfe! Du gehörst mir! Weg mit dir! Da will doch glatt irgend so ein Vieh kack direkt von hinten angreifen. Na. Noch jemand? Anscheinend nicht. Na gut. Weiter geht's. Sei schon was uns hier erwartet. Hier ist ein weiterer Geist. Nicht derjenige, der euch jagt. Aber dennoch. Wo bist du, Maus? Ach, da ist er, dich sieht man gar nicht, Kumpel. Dämon der Trägheit, okay.
Und das wird automatisch gespeichert, na jetzt? Hm. Ihr seid also der Sterbliche, der gejagt wird. Ja. Und der Kleine da? Ist das ein Appetithappen für mich? Nein! Heute gibt es keine Häppchen! Schade. Auch recht. Der Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und vielleicht bleiben ja ein paar Reste übrig. Okay. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Euch helfen? Euch kann gar nichts helfen. Hinfort! Ihr habt sicher Besseres zu tun, als die Trägheit zu belästigen, Sterblicher. Ich bin eurer bereits überdrüssig. Okay. Ich brauche Hilfe, um den Dämon zu besiegen. Ihr habt da einen hübschen Stab. Wozu braucht ihr mich? Benutzt die Waffe, die ihr euch verdient habt. Beweist Kühnheit. Wieso sollte ich? Er scheint mächtig zu sein. Er könnte euch vielleicht beibringen, so wie er zu werden. Wie ich? Einem Sterblichen beibringen, diese Form anzunehmen? Wozu? Die meisten Sterblichen hängen zu sehr an ihrer eigenen Form, um das zu lernen. Aber ihr, Kleiner, wärt sicher ein besserer Schüler. Ihr habt euch schon vor Jahren von der Menschenform gelöst. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und ich könnte mich nur schlecht verstecken. Gott, bist du ein Feigling. Verstecken löst keine Probleme. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Ihr habt recht. Der Dämon verzehrt mich immer noch. Und ich verliere mich, Stück für Stück. Es gibt für mich keinen Weg hinaus. Verstecken verzögert das alles nur. Yep. Ich muss mich dem Dämon stellen. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Trägheit. Wie schön. Aber Unterricht ist so anstrengend. Los, geht jetzt. Aber ihr sagtet... Nun los, du V-Pelz. Maus will es lernen, bringt es ihm bei. Ihr wollt meine Form erlernen, Kleiner. Dann habe ich eine Aufgabe für euren Freund. Wenn er 3 Rätsel löst, dann bringe ich es euch bei. Wenn nicht, fresse ich euch beide. Eure Entscheidung. Oh Mann. Na gut, ich nehme eure Herausforderung an, Trägheit. Wirklich? Das verspricht ja immer besser zu werden. Mach hin. Hier mein erstes Rätsel. Ich habe Meere ohne Wasser, Küsten ohne Sand, Städte ohne Menschen, Berge ohne Land. Was bin ich? Puh, Gott, ist das einfach. Du bist eine Landkarte. Richtig. Machen wir weiter. Das zweite Rätsel. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Was bin ich? Ja, da würde ich sagen, eine Rede. Ja, genau. Eine kluge Rede, ganz recht. Machen wir weiter? Oft erzähle ich eine Geschichte, berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dennoch meist vergessen. Was bin ich? Was könntest du sein? Vielleicht ein Traum? Das ist richtig. Ziemlich passend hier im Nichts, oder? Aber ihr habt meine Rätsel gelöst und für unterhaltsame Ablenkung gesorgt. Darum bringe ich euch meine Form bei. Hört genau zu. Oh, interessantes Gefühl. Es prickelt überall. Ich glaube, das gefällt mir. Ähnlich genug. Geht jetzt und besiegt euren Dämon. Oder was immer ihr sonst vorhabt.
Euer sterblichen Geschwätz ermüdet mich zunehmend. Ja, ja, wir haut ja schon ab. Tut mir leid, dass wir dich gestört haben. Mann, Mann. Ja, der wird seinen Namen Trägheit, aber wirklich, ja, der macht ihn wirklich alle Ehre. Na gut, mal schauen. Jetzt kommen schon wieder irgendwelche Viecher. Ach, schon wieder ein Seelenball. Kommt doch her! Okay, Bär. Zeig mal, was wir können. Langsam Zeit, dass wir hier fertig werden. Na dann. Und dort ist der Geist des Zorns. Okay, hallo Geist des Zorns. Endlich ist es soweit. Schon bald werde ich die Welt der Lebenden durch deine Augen sehen, Kreatur. Du wirst mein sein mit Körper und Seele. Ach was. Zwei gegen einen, willst du wirklich gegen uns beide antreten? Wie amüsant! Hast du ihm denn nichts von unserer Vereinbarung erzählt, Maus? Wir haben keine Vereinbarung, jetzt nicht mehr! Oh, und das nach all diesen wundervollen Mahlzeiten, die wir geteilt haben? Hat die Maus plötzlich die Regeln geändert? Ich bin jetzt keine Maus mehr und bald muss ich mich auch nicht mehr verstecken. Ich muss keinen Handel mit dir eingehen. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Mal schauen, du bist irgend so ein hässlicher Feuertyp, also denk mal, das heißt der Typ. Es kann nur ein. Schöne Explosion. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Als ihr angekommen seid, hatte ich gehofft, dass es euch vielleicht gelingen würde. Aber ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass einer von euch würdig wäre. Ja, ja. Eins habe ich wirklich geschafft. Ich habe es geschafft, mir die Robe einzusauen. Okay. Das war alles ein bisschen zu einfach. Ihr habt es geschafft, weil ihr ein wahrer Magier seid. Einer der wenigen. Die anderen hatten nie wirklich eine Chance. Die Templer haben sie hereingelegt, damit sie scheitern. So, wie sie es auch bei euch versucht haben. Ich bereue es, dass ich meinen Anteil daran hatte. Aber ihr habt mir gezeigt, dass es Hoffnung gibt. Man kann so viel mehr sein, als man glaubt. Und was erhofft ihr euch?